Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute habe ich das 100. Video auf meinem Kanal hochgeladen und zu diesem Jubiläum gibt es ein Geschenk für euch, also bleibt dran und seid gespannt. So, wir sind jetzt hier sondeln. Moment, wir sind jetzt hier sondeln. Ja, wir sind sondeln. Wir haben was gefunden. Was ist es denn? Weiß es nicht. Hol's raus. Was haben wir denn da? Ui. SS. Gar nicht. Ja. Ehrlich jetzt. Mhm. Steht ein Name drauf? Ersatz Artillerie Lubik. Auf jeden Fall ist es eine SS-Marke. Da hast du aufgehackt. Gar nicht. Ja. Oh. Ja. Passt die überhaupt? Ah, nehme ich nicht mit, die passt nicht in meine Dose. Nee. Na, ich nehme die hoch. Kriegst du irgendeinen Ring dafür? 1946 steht da drauf. Ja, das ist auf jeden Fall der erste Fund für heute. Der erste interessante Fund für heute. Und ich werde jetzt gleich mal ein Foto machen. Mal sehen, was hier noch kommt. Ist auf jeden Fall sehr interessant hier, der Wald. So, geht weiter. Ich habe hier auch gerade ein interessantes Signal gehabt und habe auch schon gesehen, was das ist. Mal sehen, was das genau ist. Wieder so eine scheiß SS. Auch wieder bloß eine SS-Marke. Komm mal her, ich knick die. SS. Mach mal ein bisschen sauber, damit man was sehen kann. Wie war das mit meinem Sondelbereich, dein Sondelbereich? Das hatten wir ja gerade geklärt. Ihr geht alle hier weg. Oder wir nehmen ein bisschen Wasser vom Coinpad. Mhm. Mach mal auf und hol mal was raus. Kannst du einfach mal über den Schwamm streichen. Boah, es geht nicht. Doch, du musst nur unten anfassen. Nicht nur mal. So, Jani. Scheiße. Du hast, beide Seiten berührt, deswegen. Nee, hab ich nicht. Ich hab einfach gedrückt. Du musst die Knöpfe halt kurz rausnehmen. Kann man denn ein bisschen was erkennen? Ja, man sieht richtig gut was. Auch nur so eine freudige Zinker. Also die werde ich zu Hause ein bisschen reinigen und dann mal ein Foto zeigen. Da drin. Ja, so ein Tausendfüßler ist auch nicht schlecht. Komm mal hier, mein Kleiner. Du musst jetzt erstmal weg hier. Weil sonst müssen wir dich nämlich aus Versehen mit eingraben. Das wollen wir doch nicht. Wo ist er hin? Noch. Ach, da. Jetzt zappelt er rum. Der gräbt sich schon aus. Da läuft er. Ja, ich habe hier irgendein interessantes Objekt. Ich habe irgendein Signal gehabt, ein ganz schwaches Eisensignal. Und das wurde immer stärker, umso mehr ich gegraben habe. Jetzt habe ich hier schon ein Loch ausgehoben. Da passt mein Spaten komplett drin. Also das ist ungefähr, wie tief wird das sein? 70 cm oder so? 80. 80 cm.
sind es schon. Und da unten ist jetzt was zum Vorschein gekommen. Irgendein Objekt. Und das sieht aus wie ein Verschluss hier. Also von einem Behältnis. Und das ist rund. Und hier unten geht es weiter. Also ich denke, also ich vermute, dass das so was wie ein Gasmaskenbehälter sein könnte. Und ich werde jetzt auf jeden Fall hier weitergraben und das rausholen. Bin sehr gespannt. Oh, da ist noch mehr. Da ist noch so was. Da ist noch einer oder was? Mal den hier gefunden. Vielleicht muss ich erstmal ein bisschen mit der Hand graben. Müssen wir erstmal ein bisschen weiträumiger ausgraben. Also ich bin hier bestimmt schon jetzt seit über 25 Minuten am Graben. Jetzt wechseln wir uns mal ab. Gucken wir mal, wie wir wirklich da rankommen. Müssen wir erstmal identifizieren, was für Behältnisse das genau sind. Machen einen sehr robusten Eindruck und Gasmaskenbehälter sind ja eher leicht gewesen. Es scheinen irgendwelche großen Eisen- oder Stahlbehälter zu sein. Auf jeden Fall sind es Behälter, so viel steht fest. Voll mit Ohren. Jetzt hack einfach von hinten rin. Ganz leicht bewegt. Vielleicht ein bisschen dort. Noch müssen wir noch ein bisschen ausheben dort, oder? So fester Boden. Sauber. Hast einen. Ist das schwer? Ja. Ein Behälter. Da kommt Flüssigkeit raus. Ja. Ich würde so, darf ich mal, oh doch, das könnten ruhig Gasmaskenbehälter sein. So schwer sind die ja doch nicht. Die haben auch diese Riffeln hier. Geile Scheiße. Wir holen den anderen noch raus. So, hier sind diese so Riemen. Da war was durch, um die Dinger umzuhängen. Und hier ist die zum Öffnen die Sache. Ja, auf jeden Fall Gasmaskenbehälter, das sehe ich hier an den Streifen. Zwei Stück. Und mal gucken, ob noch mehr drin ist. Ansonsten nochmal rüberschwenken. Die kriegt man noch. Das sind wahrscheinlich von den beiden SS-Boys. Ja, das sind die beiden SS-Boys, haben ihre beiden SS-Gasmasken hier verbuddelt und haben aber vorher noch ihre Ordner hoffentlich drin gemacht. Ja. Aber nicht mal, sowas haben die mit sich rumgetragen die ganze Zeit. Guck mal hier, Gasmaske. Mhm. Ist schon durchgesifft. Also wir werden den auf jeden Fall aufmachen. Das hat keinen Sinn, sowas mitzunehmen. Das ist ja mega vergammelt. Wir werden das hier öffnen und werden das den Inhalt überprüfen. Also wenn, dann haben sie die hier oben versteckt. So, das erste Behältnis ist quasi offen. Hier oben haben wir so ein kleinen Behälter, der ist immer im Deckel von so Gasmaskenbehältnissen drin und da haben manchmal die Soldaten Sachen drin versteckt oder auch einfach drin gelagert, aber eigentlich sind da eher Teile für die Gasmaske drin und ich vermute auch, dass es hier auch der Fall sein wird, aber natürlich hat man vielleicht manchmal Glück und es ist was Cooles drin.
Aber nee, aber man kann noch altdeutsche Schrift erkennen. Dort, siehst du das? Richtig cool. Das ist da so eingefasst. Habe ich es jetzt weggewischt? Nee, oder? Komm schon. Das dazwischen, das sind zwei. Gummi. Naja, hier ist auf jeden Fall deutsche Schrift drauf. Das ist das Behältnis. Nehmen wir raus denn. Und hier haben wir jetzt das eigentliche schöne Objekt. Das ist die Gasmaske, die versuche ich jetzt mal rauszuholen. Ich mache das hier unten auf, das bringt ja nichts. Relikte der Geschichte. Festgehalten für die Ewigkeit. Und hier nicht rausdrücken. Ja. Originale Wehrmachtsgasmaske. Hier sieht man auch mal die Schnallen. Ja, von die findet man öfters mal. Und auch diese hier. Und man findet auch öfters mal diese Filter hier, die mit diesem Kreuz. Ne? Jetzt wissen wir auch genau, was das ist. Und hier sieht man auch wieder eine Schnalle. Hier, die Schnallen findet man auch öfters, ne? Die habe ich gestern auch gefunden. Ja, alle also eigentlich könnte man die noch nehmen. Man muss nur ein bisschen abspülen. Da hast du nicht heute so einen Ring hier von? Nicht so einen, aber so ein Ring. Doch, das ist so ein Ding, ne? Ja, genau. Ja. Ja, cool. So. Und die Dinger sind aus Plastik hier, die Augen. Ja. Gucken wir mal, was noch drin ist. Ich leg das erstmal zur Seite. Wir natürlich den Müll auch mitnehmen, wie ich das gehört. Jetzt kommt der Filter. Der Rest vom Filter. Wasser da drin ist. Ja, hat sich da drin gesammelt. Ja, das hat sich da drin gesammelt. Ich glaube, der hier ist besser. Ja, sonst ist da nicht mehr drin zu sehen. Da kennst du die Filterlamellen. Was ist denn das für ein Filter? Kohle oder was? Ja, das sieht so aus. Siehst du, ein kleiner Aktivkohle. Ja, ja, das ist so ein Aktivkohlefilter. Vermutest du, oder wie ist das? Nee, weiß ich nicht. Aber das sieht aus wie Aktivkohle. Guck mal hier. Da siehst du diese Dinger. Ja. Aber den Filter hat es komplett zerlegt. Ja. Also da ist nichts mehr von übrig. Jetzt gucken wir uns mal dieses Behältnis an. Die willst du auch kaputt machen? Ich weiß nicht, was sagst du? Oh. Was willst du machen? Wenn wir die ins destillierte Wasser legen, kann man da ohne nicht mehr rausholen, oder? Nein, aber... Ja. Nimmst du die Maske mit? Ich würde sie in eine Tüte packen und mitnehmen, ja. Ich würde die sauber machen und... Die wird besser aussehen da drin. Ich will die oh, guck mal, hier kann man noch richtig das Wehrmachtsgrau erkennen. Hier läuft auch Wasser raus. Nee, das ist, weil du das hier reingedrückt hast. Ach so. Dann wollen wir uns das noch überlegen und machen erstmal im Loch weiter. Ja, vielleicht. Lassen wir sie erstmal kurz stehen und graben. Vielleicht. Zum Glück habe ich noch ein paar Ersatzhandschuhe mit. Sehr gut, das liebe ich ja so was, wenn jemand immer ganz viel mit hat. Immer gut vorbereitet. Wollen wir nochmal rüberschwenken? Ja, aber es ist cool zu sehen, dass man diese ganzen Schnallen, die wir finden, dass die tatsächlich von Gasmasken sind. Also das ist ein gutes Signal. Ja, das ist sicher noch so ein Ding. Irgendwann, ich werde... Das war von hier wieder. Was?
schon sein, dass es das war. Sollen wir hier auf den Haufen noch? Das hört sich jetzt nicht mehr nach einer. Nee, das hört sich nicht mehr schön an. Also noch eine Box scheint da nicht drin zu sein. Nur Eisenfragmente haben wir jetzt ein paar Krümel noch rausgeholt. Den Aushub noch kontrollieren und dann machen wir das Loch wieder zu. Da ist nichts mehr drin in dem Loch. Okay, erstmal ein Leibniz Schokokeks zur Stärkung. Jetzt macht es auf. Habe mich jetzt dazu entschlossen, das mitzunehmen einfach und das nicht hier aufzubrechen. Will zu Hause ein bisschen reinigen und versuchen, das zu Hause mal ein bisschen vorsichtiger zu öffnen. Und die alte Vergammelte nehme ich auch mit. Die Augen. Das ist löblich von dir. Es gibt noch einen Keks. Normalerweise esse ich nie Schokokekse, außer wenn ich unterwegs bin. Guck mal, da ist zum Beispiel ein Pilz mit Lamellen drunter. Siehst du den? Der sieht von oben genauso aus wie der, den wir gestern hatten. Aber der hat Lamellen drunter. Den will ich nicht nehmen. Ja, gestern hatte so einen Schwamm. Ja? So. Das Loch machen wir wieder zu, wie sich das hier hört. Ja, wie groß das ist. Nächste, der vorbeikommt, freut sich, dass er ein paar Schnallen findet. Ja, so wie wir manchmal. Das wurde da auch was länger. Das war richtig mies. Ja? Wo ist der? Sind die dicht, aber wenn die irgendwo an der Ecke, weißt du, jetzt an der. Ja. Ich hatte eine ganze Reihe Signale hier hinter dem Hügel. Das waren halt auch so diese Schnallen und zwei Münzen. Wenn du wieder was gefunden hast, ist es vielleicht ein Keks. Ja gut, dann wollen wir gleich mal weitermachen. Ich muss mir heute noch ein paar Kekse verdienen auch. Silberne Erkennung. Also das wird größer, aber 95 soll das denn sein? Für ein komisches Signal. Das ist tiefer. Da ist es. Was ist das? Das ist auch eine Gasmaske, aber ohne. Was? Alles. Ehrlich jetzt? Ja, siehst du, das Gummi hier. Komplette Gasmaske wieder. Was ist denn das hier für ein Wald? Ein Gasmaskenwald. Okay, das ist. Das ist nur der Gasmaske gefüllt da vorne. Ach so, das ist der Schnulli vorne. Der Schnulli. Ja, die will ich mitnehmen. Gasmaskenschnulli gefunden. Nimm mit. Ja, das ist nicht so für sich wie deiner. Ja, da können wir wieder zusammenbauen. Ich habe dir gestern das Teil geschickt, gestern Abend, da hast du schon geschlafen, ne? Oder? Echt? Da habe ich dir mal geschickt, was ich bei mir gefunden habe. Ah. Das stimmt mit dir nicht. Ich wollte halt mal meinen Stab auch mal an deinen. Nein, so einer bin ich nicht. Aber Anemone ist nicht mit. Ach, nichts. Wir haben zwei Gasmaskenbehälter gefunden. Ja, ich habe einen gefunden. Hast du einen ausgegraben? Ja, da hinten im Loch. Da haben wir Feuer drin gemacht. Ja, da war ja nichts drin. War ja verrostet. Da ist nicht mehr drin. Der ist total rostig, zerfallen. Ja, hier komplette habe ich zwei Stück zu. Einen haben wir aufgemacht, ja. Haben die Gasmaske rausgeholt und einen habe ich den Weg dann zu Hause vielleicht aufmachen. Der ist besser erhalten noch. Sieht man sogar noch grau. Ja, dann ja, da sind ganz viele Löcher, noch eine Fahrzeugstellung. Livegrabung.
Eine Live-Grabung. Keine Ahnung, hatte das irgendein Deckel. Eine Klobrille. Eine richtige. Oh, cool. Ist aber noch gut erhalten. Ja, ja, für Blinde. Kannst du durchgucken. Die hat aber irgendjemand hier verloren. Ja, meinst du nicht, dass die hier einfach. Sehr schön hier, wirklich. Schöner Wald, schöner Boden. Ein paar schöne Funde haben wir schon. Macht Spaß. Und ist sehr entspannt heute hier. Aber signaltechnisch ist hier nicht so viel los. Ich melde mich dann, wenn ich ein Signal habe. Sonst verschwende ich hier unnötig Akku und Speicherplatz. Ein schlechtes Signal, 51. aber ein schöner Fund. 51 Alu. Das war der erste Teil, beziehungsweise der erste Abschnitt von dem Ausflug in diesem SS-Wald. Und wie ihr seht, habe ich hier die Marke und den Gasmastenbehälter. Den Gasmastenbehälter werde ich noch mit euch zusammen öffnen. Da gucken wir dann, was da drin ist. Aber ich möchte das Video erstmal an dieser Stelle beenden. Wir haben ja am selben Abend noch weiter gesondelt. Und was wir da noch alles Interessantes gefunden haben, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Giveaway. Ja, und bei dem Giveaway, beziehungsweise bei dem Gewinnspiel oder dem Geschenk, was ich da für euch habe, da geht es um diesen Rucksack. Und zwar den Freelancer CP45 von Anaconda. Das ist ein ziemlich großer Rucksack, der zum Angeln konzipiert wurde mit mehreren Taschen und einer starken Polsterung hinten. Und der ist ziemlich groß. Ich habe schon getestet, wie die Detektoren da reinpassen. Wenn man die auseinandersteckt, passt da so gut wie jeder Detektor rein, den man so kriegen kann. Ich möchte diesen Rucksack an euch verschenken, weil das 100. Video ist, was ich auf meinem Kanal hochgeladen habe. Und zu diesem Jubiläum gibt es diesen Rucksack. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Kanal hier abonnieren, ein Like abgeben und einen Kommentar schreiben. Ihr müsst einfach nur reinschreiben, warum ihr diesen Rucksack haben wollt, was euch an diesem Rucksack so gefällt. Oder schreibt einfach was anderes drin, macht eine kleine Anmerkung rein, dass ihr auch diesen Rucksack gerne hättet. Und in der nächsten Folge, am Ende der nächsten Folge, werde ich dann bekannt geben, wer diesen Rucksack gewonnen hat. Hier habe ich aber noch ein kleines Giveaway für euch, und zwar den Dark Age Fast Cleaner, der Fundreiniger für unterwegs, gesponsert vom sondengängershop.de. Und damit möchte ich euch auch ankündigen, dass ich jetzt in Zukunft immer mal kleine Sachen verschenken werde, also kleine Giveaways in die Videos mit einbauen werde, die ihr dann gewinnen könnt und euch darüber freuen könnt. Das war's jetzt mit der Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht im SS-Wald. In der nächsten Folge geht es nämlich direkt mit dem nächsten Fund weiter, den wir dort gemacht haben. Und der ist spektakulär.